Nummer 6, das Projektteam von VOCAP steht auch schon in den Startlöchern. Lorenz, David, Kasper, Jakob, Arthur, Nikolai, das sind die Git-Profis, sagt Mentor Tobi. Was das heißt für alle Nicht-Techis, das erzählen sie gleich selber und grundsätzlich, dass sie unglaublich gut miteinander zusammengearbeitet haben und wissen, was Teamgeist ist. Bitte auf die Bühne. Unser Alltag ist oft sehr verplant. Da bleibt wenig Zeit für neue Projekte, wie zum Beispiel eine Sprache lernen. Mit VOCAP wollen wir Abhilfe schaffen. Der Durchschnittsmensch entsperrt sein Handy ca. 80 Mal am Tag. Das wollen wir nutzen, um Lernen besser in den Alltag zu integrieren. Nachdem nämlich VOCAP installiert ist, wird jedes Mal vor dem Entsperren eine Frageleiste auf. Also das war unser ursprüngliches Projekt, das eine Frage aufscheint und dass man die beantwortet. Egal ob richtig oder falsch, wird dann natürlich die Antwort erscheinen und man kann das Handy problemlos entsperren. Das Konzept kann man auch auf eine App anwenden. Das heißt, wenn man zum Beispiel weiß, dass man viel auf sozialen Medien ist, kann man sich einstellen, dass man jedes Mal, bevor man diese öffnet, eine Frage gestellt bekommt. Ja gut, eine App installieren, dachten wir uns am Anfang so, wie machen wir das denn dann? Weil wir waren alle ziemliche Anfänger und hatten kaum Erfahrung gesammelt, aber dann hatten wir zum Glück Tobi, der uns das alles sehr gut erklärt hat. Will ich an der Stelle auch kurz bedanken bei ihm. Und genau, dann haben wir angefangen mit Ionic. Man sieht, da gibt es immer so zwei Versionen, weil das ist ein Programm, das schreibt direkt für Android und iOS, also die Betriebssysteme, zwei Versionen und dann dadurch kann man sich viel Arbeit sparen. Und dann haben wir angefangen, jeder erstmal so für sich alleine so ein bisschen die App, dieses Programm zu erkunden, auszuprobieren und danach uns überlegt, wie wir das und dieses Endprodukt der App aufteilen können, dass jeder quasi einen Teil davon programmiert. Und da war dann mein Part zum Beispiel hauptsächlich dieser Startbildschirm. Gut, dankeschön. Hallo auch von mir. Ich darf euch jetzt das Herzstück unserer App vorstellen, und zwar die Quiz-Funktion. Genau, linke Seite auch noch. Genau, das ist eben immer rechts und links, einmal iOS und einmal Android. So, haben wir gleich die erste Frage. Ist Jugendhack cool? Ich glaube, die Antwort ist ziemlich einfach. Klicken wir drauf. Ja, gut. Haben wir richtig beantwortet, dann drücken wir auf richtig. Unser Score geht eins rauf. Wir haben 1 von 1 richtig beantwortet. Wir haben jetzt links nur eine Frage drin, deswegen kommt da keine neue Frage. Wenn man jetzt aber rechts zum Beispiel ein Flugzeug hat, da haben wir uns gedacht, das übersetzen wir ins Englische. Ist das Plane? Gut, schauen wir nach. Richtig, drücke ich wieder auf richtig drauf, mein Score geht drauf. Die nächste Frage, Train. Gut, auf Deutsch Zug, wieder richtig. Genau. Das war's eigentlich schon. Dann haben wir unten noch einen Neustart-Button, mit dem können wir unseren Score wieder resetten, um auf 0 zu gehen. Und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Dankeschön. Ja, damit man diese Fragen hat, habe ich mich hauptsächlich um diesen Punkt gekümmert, wo man die Fragen erstellen kann. Dort kann man sich ein Fach auswählen, zum Beispiel Englisch. Drückt man auf den Startbutton, kann man seine Frage eingeben und dann die dazugehörige Antwort. Dann kann man sie dort hinzufügen mit dem Button und dann kann man auch direkt eine neue eingeben, falls man noch eine hat. Und in dem Tab Fragen anzeigen sieht man dann seine Fragen und kann sie dort auch verwalten, also rauslöschen. Ja. Außerdem haben wir ein personalisiertes Profil eingebaut. Da habe ich etwas mitgearbeitet und programmiert. Da kann man diese Daten eingeben, seinen Namen, sein Alter, wo man wohnt und die Klassenstufe. Und das dient einfach dazu, dass man sich dann über Chatplattformen kann man sich dann Freundschaftsanfragen schicken und mit seinen Freunden halt messen, wie gut die in den letzten Wochen waren und halt schauen,
Also ja, und dann kann man auch eingeben, damit man es halt besser sieht. Ja. Ich stelle euch die Einstellungen vor, den Dark Mode und auch die Zukunftspläne. In den Einstellungen wird man deutlich mehr machen können, wie einfach den Dark Mode ein- und auszuschalten. Der Dark Mode ist dafür da, dass man auch in der Nacht, ohne dass die Augen so schnell ermüden, lernen kann. Und die Zukunftspläne sind ein Server, damit die Fragen auch gespeichert bleiben, wenn man die App neu startet. Und die Funktion, dass nach dem Entsperren eine Frage gestellt wird. Gut, das war's dann eigentlich auch schon mit WoCap. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wollten uns nochmal ganz herzlich beim Team von JugendHack bedanken, auch bei unserem Mentor Tobias, ohne dem das sicher nicht möglich gewesen wäre. Vielen Dank nochmal und danke fürs Zuhören. Vielen Dank, Lorenz, David, Kasper, Jakob, Arthur und Nikolai und das Projekt WoCap.